goldene Schuhe und ein blaues Klavier. Warum es sich lohnt, Else Lasker Schüler zu lesen. Von Christine Hansmann. Aber du kamst nie mit dem Abend. Ich saß im Sternenmantel. Wenn es an mein Haus pochte, war es mein eigenes Herz. Das hängt nun an jedem Türpfosten. Auch an deiner Tür. Zwischen Farren verlöschende Feuerrose im Braun der Girlande. Ich färbte dir den Himmel Brombeer mit meinem Herzblut. Aber du kamst nie mit dem Abend. Ich stand in goldenen Schuhen. Exzentrisch? Natürlich. Ausschweifend? Vielleicht. Verliebt? Immer. Vieles ist wahr, was über sie erzählt wird. Schwarze, glatte Haare, ein Pagenkopf, glühende Augen, glänzende Gewänder, behängt mit Klunkern, langen, falschen Ketten und klirrenden Armreifen. Oder als Indianer, federgeschmückt, einen Dolch am Gürtel. So erscheint sie den Zeitgenossen, halb Tausend und eine Nacht, halb Zirkus, halb Revue. Plötzlich wurde es dunkel und Frau Lasker Schüler trat vor die Bühne. Sie hatte ein blaues Seidengewand an, weite Hosen, silberne Schuhe, eine Art weite Jacke, die Haare wie Seide tiefschwarz. Und noch mehr erstaunte mich ihr Vortrag. Ich dachte immer, sie spreche sanft, traurig, träumend. Aber das war kein Sprechen, das war Singen, ekstatisch. Wie das Zaubergebet eines orientalischen Propheten. Keine Maskerade. Else erschafft sich eine eigene Welt, in der sie selbst regiert. Sie ist Yusuf, Prinz von Theben. Sie ist Tino von Bagdad, ist Robinson. So signiert sie ihre Bücher und Bilder und unterzeichnet sogar Amtliches. Nicht auszudenken damals im Deutschland zwischen den Weltkriegen. Oder heute? Liebes Arbeitsamt, ich brauche Geld. Hochachtungsvoll Prinz Yusuf von Theben. Und so malt sie sich auch. Ein thebanischer Prinz mit Pluderhosen, spitzen Schuhen und einen Stern im Haar. Ohne Fantasie kein Leben. Alle, Freunde wie Geliebte, denen sie sagenhaft viele Briefe schreibt, werden umbenannt. Karl Kraus in Kardinal, Franz Mark in Blauer Reiter, Gottfried Benn wird Giselher, Franz Werfel der Prinz von Prag. Es sind Adelstitel in ihren Augen. An Nicknamen kein Mangel. Und was erzählt sie selbst? Ich bin in Theben geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam, im Rheinland. Ich ging bis 11 Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte 5 Jahre im Morgenlande und seitdem vegetiere ich. Das Vegetieren ist wörtlich zu nehmen. Zwei Ehen gehen in die Brüche. Ihren Sohn Paul, der ebenso gut zeichnet wie sie, zieht sie allein auf. Sie wohnt in billigsten Berliner Hotelzimmern, schreibt Bettelbriefe an Kollegen und Verleger. Die kleine Familie ernährte sich, wie ich vermute, nur noch von Kaffee, den ihnen der Oberkellner des Café des Westens mitleidig stundete. Bände voller Gedichte, Kindheitsgeschichten, Theaterstücke entstehen am Kaffeehaustisch inmitten von Zigarettenqualm und dem Lärm der Unterhaltungen. Aber auch das ist wahr, was nicht erzählt wird. Sie hat erlebt, wovon sie spricht, und es in Poesie verwandelt. Sehnsucht, Liebe, Schmerz, Verzweiflung, auch ihre Gottsuche. Ohne Lyrik kein Überleben. Ich säume lieb entlang durchs Morgenlicht. Längst lebe ich vergessen im Gedicht. Du hast es einmal mir gesprochen. Ich weiß den Anfang. Weiter weiß ich von mir nicht, doch hörte ich mich schluchzen im Gesang. Elses Dichtung ist reich an Farben und Erfindungen. Sternenhände, Feuerrose, blau vertausendfacht, lieb entlang, Herzschelm, verwandertes Gesicht. Ihre poetische Fantasie kennt keine Grenzen. Sie ist ihr Lebenselixier, eine Quelle, die immer fließt. Das beginnt schon in der Kindheit.
saßen wir beide, meine allerbeste Freundin, meine junge, schöne Mama und ich nebeneinander am Rosenholztisch und dichteten, es gelang mir der schwierigste Vers. Sie liebt ihren Vater Aaron Schüler, der mit ihr Räuber und Gendarm spielt und in den Zirkus geht. Einen Schelm hatte er immer wo auf dem Polster seines Herzens sitzen. Sie liebt den nahen Wald, die hohen Schornsteine von Elberfeld, den alten Judenfriedhof. Aber auch das Hepp, Hepp, Hepp der Jungsbande, die das kleine jüdische Mädchen verfolgen, gellt noch in ihren Ohren. Als ihre Mutter stirbt, ist Else 20 Jahre alt. War sie der große Engel, der neben mir ging? Oder liegt meine Mutter begraben unter dem Himmel von Rauch? Nie blüht es blau über ihrem Tode. Auch Paul, ihr Lieblingsbruder, stirbt. Weitere Abschiede folgen. Der Erste Weltkrieg, dem viele ihrer Künstlerfreunde zum Opfer fallen, ist für sie ein Erdbeben, eine persönliche Katastrophe. Und der Sohn, tuberkulosekrank, stirbt auch, mit 28 Jahren. Schlafend fällt das nächtliche Laub. O du stiller, dunkelster Wald. Kommt das Licht mit dem Himmel? Wie soll ich wach werden? 1932. Als Dichterin von Rang längst anerkannt, wird ihr endlich der wichtigste deutsche Literaturpreis verliehen. Es freut sie nicht mehr. Der völkische Beobachter kommentiert: Die Tochter eines Beduinenscheichs erhält den Kleistpreis. Die Faschisten beschimpfen sie als frivole, morbide Kaffeehausliteratin. Sie ist mutig, auch das weiß keiner. Noch eine Wunde am Oberarm und Unterfußgelenk. So habe ich mich geschlagen mit den Nazis. Sie geht gerne ins Kino am Berliner Nollendorfplatz, aber der Heimweg ist gefährlich. Sie wagt sich sogar vor die Bürotüren der neuen Barbaren. Else Lasker Schüler, Jude, ich komme nur, dass wir mal Deutsch reden. Indianermut. Nach mehreren Übergriffen verlässt Else Deutschland im April 1933 und emigriert nach Zürich, wo die Fremdenpolizei sie mit Arbeitsverbot schikaniert. Dann bleibt sie mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Palästina, dem Land ihrer Vorväter, das so ganz anders ist, als sie sich vorgestellt hat. Es kommt der Abend und ich tauche in die Sterne, dass ich den Weg zur Heimat im Gemüte nicht verlerne. Umflorte sich auch längst mein armes Land. Es ruhen unsere Herzen, lieb verwandt, gepaart in einer Schale, weiße Mandelkerne. Auch von ihren Hilfsaktionen für andere notleidende Künstler erzählt niemand. Sie spricht nicht darüber. Ich hatte viel Geld verdient, aber alles futsch. So viel Weihnachten regte sich, bewegte mich. Großherzig ist sie immer. Noch in der Emigration, im Jerusalem ihrer Altersjahre, krank und gebrechlich, doch wieder verliebt. Sie füttert jeden Morgen die Spatzen, gibt Gastmahle für den Geliebten und lädt Freunde ein. Ihre übrigen Münzen bekommen die Straßenjungen, Futtergeld für abgemagerte Esel. Else stirbt kurz vor Kriegsende allein im Liegestuhl in einem engen, einfachen Zimmer. Ich bin doch immer ein Indianer, ein trotzender Vogel gewesen. Nun ganz geknickt im Käfig. Zwischen den Händen ihr letzter Gedichtband, das blaue Klavier. Ohne Gedicht kein Sterben. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Es spielten Sternenhände vier. Die Mondfrau sang im Boote. Nun tanzen die Ratten im Geklirr. Zerbrochen ist die Klaviatur. Ich beweine die blaue Tote. Ach, liebe Engel, öffnet mir. Ich aß vom bitteren Brote. Mir lebend schon die Himmelstür.
auch wieder dem Verbote.